Guten Morgen, meine Lieben. Ist schon lange her, ne? Mit meinem letzten Video. Und jetzt, das letzte Mal war es ja mit der Nachzahlung. Das habe ich schon verdaut. Das tut mir jetzt nicht mehr so weh. Natürlich, es war hart, hat uns hart getroffen. Aber so wie ich es mitbekommen habe, sieht es in manchen Familien noch schlimmer aus. Da sind wir noch gut weggekommen. Ich sag, es geht immer schlimmer. Also muss man dankbar sein. So. In den letzten Tagen war auch viel los hier und ist auch viel passiert. Werde ich euch alles erzählen. Meine kleine Maus, die ist hier. Die ist heute ein bisschen verschnupft und hustet. Deswegen geht sie nicht in den Kindergarten. Ne? Und begleitet mich heute über den ganzen Tag. Oder? Ja? Ja. Und heute, was hat Mama gesagt gestern? Wir gucken heute Schneewittchen, ne? Wir haben gestern die Geschichte gelesen und haben ihr gesagt, dann heute werden wir mal dazu mal zu dem Buch Märchen uns anschauen, ne? Auf Disney. Jo. Ja. Ja, Wetter ist trüb. Bei uns ist es morgens immer sehr neblig, weil wir wirklich sehr naturnah wohnen, sehr viel Grün um uns herum. Da ist es morgens immer sehr neblig. Finde ich aber schön, der Herbst kommt. Morgens ist es kühler. Ja, die Nilane, die ist jetzt gerade zur Schule. Der Groß hat heute Uni. Oh, die muss Pipi. Jetzt gehen wir mal auf Toilette. Wir haben 10 Uhr. Ich stehe ja morgens immer sehr früh auf in der Woche, ne? Ist ja klar. Um 6 Uhr sind wir schon wach. Was ist denn los? Sie möchte gar nichts. Sie möchte nicht ihre Hände waschen. Sie möchte gar nichts. Sie möchte gar nichts. Sie Sie möchte gar nicht. ihre Hände nicht abtrocknen. Sie Ja. möchte nichts. Nichts Passiert. machen. Therese, vergiss deine Nudeln nicht. So, ich war zwischenzeitlich noch ein bisschen einkaufen, weil ein paar Sachen haben gefehlt. Ne? Der Therese muss jetzt zur Uni. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich zeige es euch. Ich habe hier noch Papierkram, den muss ich auch noch sortieren. Ich sammle immer meine Briefe hier, ich glaube, 3 Monate lang. Ein Riesenbaguette haben wir gekauft über den Tag zum Essen. Dann Brötchen. Schatz, du kannst schon mal die Brötchen auf den Tisch tun. Wir wollen ja mal frühstücken. Ja, gleich. Hier. Ü-Ei hatte ich hier versprochen. Den tust du dahin. Erst isst du eine Scheibe Brot, frühstücken und dann kannst du dein Ü-Ei essen. Nee. Ja, du bestimmt. Genau. Eine Jeansjacke brauchst du Nimm den bestimmt. Skianzug mit, Ja. Geh, tut mal euer das Ei darüber. Ah. Aber erst isst sie Ja. eine Scheibe Brot. Nee, dann nicht. Hier die Brötchen. Nee, tu das dahin. Ja, aber wenn sie Tisch rumeckert, dann sauber ist kein machen. Ü-Ei. So. Dann habe ich hier Rosenbrötchen zum Aufbacken gekauft. 2 Tüten. Ja, die schmecken noch gut. Hast du da auch was geholt? Rosenbrötchen. Einmal. So. Dann Hallo. Toastbrot. Tschüss! Mann, ist das hier echt ein Irrenhaus manchmal. Ich war bei Aldi. Ich hasse es, wenn alle da sind. Grausam. Grausam. Naja. Die Kleine ist ein bisschen verschnupft, also geht sie ja, habe ich ja gesagt, nicht in den Kindergarten, aber das ist echt anstrengend, wirklich. Also, ich muss die Eingewöhnung, wir sind immer noch in der Eingewöhnung, weil sie ganz, ganz ungern in den Kindergarten geht. Ja, warum auch immer. Die möchte da nicht. Wenn ich da bleibe, will sie bleiben, aber ansonsten nicht. Naja, ich habe jetzt ja Zeit bis zum 25. Oktober. Weil der Netto, wo ich hier arbeite bei uns im Dorf, der hat jetzt einen riesen Umbau. Die haben zugemacht, also werde ich in einer anderen Filiale, aber nur samstags arbeiten. Also bin ich in der Woche da, werde sie jeden Morgen in den Kindergarten bringen. Dann bleibe ich so 20 Minuten und so, bis sie sich dann ein bisschen so akklimatisiert. Und dann haue ich ab. Und dann sage ich Tschüss, Mama muss arbeiten. Ja, bei Aldi war ich. Und wir haben ja den Aldi Nord bei uns, ne? Da waren hier Kissenbezüge im Angebot, so klar, so diese habe ich ja. Für 3 € habe ich zweimal in Blau gekauft. Dann ein Fliegengitter, das ist wichtig, weil ich finde, also Mücken, die gibt es auch mittlerweile auch im Herbst und im Winter.
brauchen wir. Und unsere oben im Schlafzimmer ist kaputt und die Kleine ist echt zerstochen und die reagiert extrem darauf. Die hat dann richtige Beulen. Frischkäse, dann nochmal Kekse, die sind ja im Angebot gewesen. Mein Mann isst die gerne. Milch hatten wir nicht. Dann Mayonnaise von Heinz und die Ketchup, nur die essen die. Dann Apfelsaft, Naturtrüb, die brauche ich heute, weil ich heute Apfel-Zitronen-Marmelade machen werde. Dazu komme ich aber noch. Wie gesagt, dazu brauche ich Zitronen. Dann Butter, Streichbutter, Honig habe ich gebraucht. Die habe ich jetzt diesmal bei Aldi gekauft und nicht beim Imker. Dann noch ein Ü-Ei. Die wollte seit 3 Wochen, möchte sie Ü-Ei und jetzt habe ich welche gefunden. Dann habe ich mir eine Jeans geholt. Ich hoffe, die passt mir. Eine Jeans, die ist so high, die ist hier oben hoch. Also die kleidet komplett hier den Bauchbereich ein. Den kann ich ja mal anziehen und zeigen. Ne? Aber ich hoffe, der passt. Ist Größe 44, weiß nicht. Ne? Ist aber stretch. Ich hoffe, es passt. Also ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann muss ich da rein schrumpfen. Schrumpfen! So, das war die erste Tüte. Und bei Aldi habe ich ausgegeben für die paar Sachen 53 Euro. Ja, 53 Euro für nichts. Und da ist nichts zum Kochen. Dann war ich noch bei Edeka. Dann habe ich hier Pizzen geholt. Immer so zwischendurch haben wir mal Lust abends. Ach ja, Bananen hatte ich auch noch. Dann Äpfel für die Marmelade, ne? Das ist Vollkorntoast. Dann hatte ich noch so ein Ladenbrot geholt. Und bei mir isst man sehr viel Brot. Ja, Türken halt, ne? Ausländer, Italiener und so, die sind auch so Weißbrot und ach ja, essen wir halt gerne. Wir Türken, biz Türkler ekmeği yemeyi seviyoruz. Arkadaşlar, ekmek yemeyi seviyoruz. Also, wir lieben Brot zu essen. Ne? Frisches Brot. Dann nochmal Pizza, Margarita. Dann mein Lieblingsbrot von Harry. Ne? Hier für die Schule, eine Schnitte für die Arbeit, für meinen Mann. Ne? Richtig lecker. Dann natürlich Geflügelfleisch, Mortadella. Davon habe ich 4 Stück geholt. Ja, mein Sohn verträgt keine normale Milch, also brauchen wir da laktosefreie Milch. Dann Streukäse, Mozzarella für die Pizza. Dann war bei Edeka Iglo Schlemmerfilet im Angebot. Darauf habe ich heute voll Bock. Die esse ich auch. Ne? Die habe ich 3-mal geholt. Und die Mädels kriegen dann, glaube ich, Fischstäbchen. Ja. Dann 2 Tüten Pommes und eine Fruchtzwerge. Aber ich hole immer die roten, weil die gelben ist meiner. Und bei Edeka habe ich dann nochmal 34 Euro. Also insgesamt 87 Euro für das hier. Für Nickes. Ja, okay, 10 Euro die Hose, 6 Euro die Kissenbezüge. Aber der Rest ist auch nicht viel. Ich habe hier vielleicht 2 Mahlzeiten und das ist ja schon geht als Fastfood. Schatz, für nichts. 87 Euro hast du gekauft. Für nichts. Was hast du denn hier eingekauft, Mensch? Du kannst echt gar nicht einkaufen. Ich habe nichts eingekauft. Ich habe ja eine kaufwütige Frau, die immer alles einkauft. Guckt euch mal diesen Berg an hier. Der kauft die alles. Wer immer. Ist denn das? Alles immer in dreifacher Ausführung, vierfacher Ausführung. Ja, wir sind ja auch nicht zu zweit. Aber guck mal, machen wir mal kurz hier drauf. Wo ist das Jucke? Da oder da? Ja, siehst du die Mücken, die stechen? Ja, die Mücken. Ich muss das Gitter wieder reparieren. Ja, unbedingt. Der ist ja kaputt. Wo ist er? Zeig. Kannst du ja machen. Du hast ja noch ein Gitter, noch eins gekauft, ne? Ich muss mal gucken. Ja, das muss. Und Aua weg. Da haben wir. Und da ist so, auch eins, und ne? Jetzt bereiten wir bitte was zu essen vor. Ja, ich habe Hunger. Ich mach das Fliegengitter. Willst du nicht essen? Oh, das sind. Siehst du, das habe ich gemeint. Die reagiert extrem drauf. Ne? Danke. Richtige Eier. Da haben wir jetzt aufgemacht. Jetzt juckt das auch gut, nicht mehr. Gut, ne? Ich probiere aber auch die Hose erstmal. Ja, erst bevor ich hier alles abreiße und so. Und ich guck mal da oben. Na? Mit der Leiter. Ja. Was ist denn mit den Dingen? Boah, das ist schwierig, ne? So, dann räumen wir das mal weg. Ne? Mama muss das wegräumen.
Schatz, kannst du das bitte auspacken und oder unten in den Gefrierschrank oder hier? Ich weiß nicht, ob dir gefallen. Max ist. Komm. Da möchte jemand genommen werden. Papa, Hier, Elisa, bring das mal zu Papa. Pommes. Ja, bring mal zu Papa. Ist schwer, ne? Ja. Ja, dann runterbringen. Runter. Ja, ich renn auch, Jörg. Also. Ich muss auch mal ständig rennen. Kannst du mit deiner Tochter gehen? Falls wenn die Hose nicht passt. Das kommt hier oben rein. So, das ist die Hose. Die ist eigentlich richtig cool von der Farbe und so und vom Material auch, aber die ist ein bisschen schwach. Dieser Bereich ist schlimm. Die ist ein bisschen spack, aber macht nichts. Da muss ich halt ein bisschen reinschrumpfen. Ja. Aber die dient sich auch bestimmt noch. Aber die ist ein bisschen spack, du. Platzt ja alles hoch. Na egal, die behalte ich aber. Na, so. Sonst ist sie schön. Der Stoff ist gut. Er ist elastisch. Ja, sehe ich aus wie Wurst in der Pelle, aber nun ja, stehe ich dazu. Ich habe Marmelade wieder gekocht. Ich sehe gar nicht. Apfel-Zitrone. Ich bin ein Roboter. Sehr lecker, ne? Ich bin ein Roboter. Also auf Wunsch. Ich habe eine Kundin, die wollte Apfel-Zitrone haben. Habe es ihr natürlich gemacht. Ich muss zu meiner Begeisterung sagen, die ist auch wirklich lecker. Also ich habe hier noch so einen Rest. Das sieht richtig lecker aus. Das riecht nach Apfel und Zitrone. Normal, wenn da Apfelzitrone drin ist, dann riecht das auch nach. Echt? Da hat doch mein Mann jetzt mal was ganz Schlaues gesagt. So, mein Mann und die Kleine ist zu Hause, Nilene kommt, die hat jetzt Schulschluss, die geht jetzt auch nach Hause. Und ich bin jetzt alleine mal los und habe ein paar Pakete zu verschicken. Meine einmal Marmeladenprobe und einmal eine Bestellung. Und noch eine Bestellung ist noch zu Hause, aber ich muss noch Johannisbeeren-Marmelade machen. Die ist total ausverkauft. Ja, jetzt muss ich Neues herstellen. Und das Paket geht dann morgen oder übermorgen raus. Und dann hat sich noch eine, ja, was heißt also, ich kenne sie persönlich, habe ich sie noch nie getroffen. Ich habe sie bei Instagram kennengelernt, aber es ist eine total liebe, schnuckelige. Und die hat eine süße Familie und die hatte auch von mir Proben bekommen und die hat sich jetzt riesig gefreut und hat sich über Instagram total lieb bedankt. Ja, jetzt gehe ich zur Poststelle und verschicke die Pakete und dann fahre ich zu TK. Es ist so ein Tiefkühlladen und da wollte ich noch ein bisschen gucken. Vielleicht, ja, da und dann muss ich noch gucken, dass ich irgendwie irgendwo Johannisbeeren finde, um Marmelade zu machen. Ja, jetzt gehe ich mal die Pakete verschicken. So, das sind die Pakete, die muss ich verschicken. Oh Mann, was für ein Tag heute. Wir haben 8:30, alle Kinder schlafen. Ja gut, wenn ich sage alle Kinder, das sind immer die Jüngsten. Ne? Der Große ist noch unterwegs. Und ich bin auch fix und fertig. Und jetzt habe ich Feierabend. Irgendwie, wenn die alle da sind, irgendjemand immer irgendwas will. Kennt ihr ja. Und ja, hier ist nochmal so ein Päckchen, ne, zeige ich euch. Da habe ich auch so ein Päckchen fertig gemacht für jemanden, der auch bestellt hat. Heute habe ich zwei Pakete weggeschickt. Dann ist da
noch jemand gekommen, der wollte was bestellen. Also auf meiner Instagram-Seite, da geht die Post ab. Also wirklich, ne? Und ja, gut, Marmelade, ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Also mir schmeckt, was mir schmeckt, muss dir nicht schmecken. Was dir schmeckt, muss mir nicht schmecken. Oder was uns nicht schmeckt, schmeckt vielleicht jemand anderem. Es ist unterschiedlich. Also ja, das macht mir jetzt auch irgendwie Spaß, irgendwas zu machen, ne? Aber ich habe hier ein bisschen umgestaltet. Was heißt umgestellt? Die Möbel nicht umgestellt, aber an der Dekoration ein bisschen. Und ich finde es richtig, so richtig schön. Ich möchte euch das noch zeigen. Also hier, ich hatte ein ganzes einen ganzen Blumenstrauß, der sah wirklich sehr ärmlich aus. Dann habe ich den geteilt, dann habe ich da ein bisschen, da habe ich die Röschen. Also das ist hier so. Ne? Dann habe ich hier... Ein bisschen grün muss ja sein, das sieht so freundlicher aus, finde ich. Da habe ich so kleine Grünpflanzen, die mache ich mir immer abends hier. Jetzt bin ich ja alleine, mein Mann hat zu tun unten. So, da mache ich mir abends, wenn die Kinder schlafen, im Winter meist, so gemütlich. Echte Kerzen mache ich nicht, das sind ja so diese Flackerdinger mit Batterie und so, weil ich habe Angst, dass meine Kinder dann die Bude hier abfackeln. Das kann ich bei meinen Kindern sehr gut mir vorstellen. Ja, das sind hier alles so Spielsachen von den Kindern. Da sind immer so verlorene Socken. Hier mein Sockenfriedhof. Das sieht man jetzt so nicht, aber hier sind immer so einzelne Paare, die keine Paare mehr sind. Und dann, wenn ich die finde, dann sammle ich und dann mache ich das immer so einmal im Monat, sortiere ich die aus. Ja, die verstecke ich dann immer schön da drin. Ja. Dann habe ich mir diesen Strauß gemacht. Das sind aber keine echten, ne? Das sind so künstliche, aber ich finde das schön. Das sieht schön aus. Ein bisschen Vorbereitung für den Herbst. Aber es sieht die Ecke nicht schön aus. Dieser Kaktus, der war bei meiner Tochter im Zimmer. Den hatte ich hier eigentlich gekauft und geschenkt. Aber den hat sie so oft umgeworfen. Jetzt habe ich den wieder irgendwie ein bisschen zusammengeflickt. Und jetzt soll der mal hier am Fenster ein bisschen mal wachsen. Dann habe ich hier noch mehr Kerzen, die sind auch so betrieben, ne? Die kann man hier, es gibt eine Zeitschaltung, sind das solche? Wartet mal, ich guck mal, warte mal. Ne, die nicht, aber die da flackern, die sind mit Timer, und wenn du dann auf den Timer anmachst, geht es jeden Tag immer um dieselbe Zeit an und auch um dieselbe Zeit aus. Ne? Oh, der ist aber dreckig. Den muss ich mal sauber machen. Ich glaube, die stelle ich in den Kamin. Ja, hier so. Dann sieht das auch nach was aus. Ne? Das ist ja so, nur so ein Deko-Kamin. Und da habe ich mir so Kürbisse und so. Ja, ich glaube, das sieht hier schön aus. Die Folie nehme ich noch ab. Die kann ich aber hier. Und die Vase habe ich dann hier hingestellt. Und ich finde das... Ach, wartet mal. Mach mal das Licht aus. Guckt euch mal an. Ich finde das gemütlich im Winter. Ich brauche das so ein bisschen gemütlich, ne? Da mit den LEDs und unterm Fernseher, da ist so eine Riesenflasche. Da schmeiße ich auch eine Lichterkette rein und dann flackert das immer so schön. Also auf den Winter freue ich mich irgendwie, aber auch nicht, weil ich muss ja heizen, ne? Und ich habe schon alle meine Kinder und meinen Mann natürlich vorgewarnt. Zieht euch sehr warm an diesen Winter. Ich werde die Heizungen runterdrehen. Ja, zum Baden. Aber bei uns badet keiner. Und die Kleine, die Jüngste, habe ich auch schon mittlerweile so trainiert, dass sie nur duschen geht. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Wie letztens, ne? Die Verzweiflung habt ihr ja mir im Gesicht gesehen, nochmal so eine hohe Nachzahlung zu bekommen. Noch mehr Abschlag zahlen können wir nicht. Also, ich habe letztens von der Stadtwerke einen Brief bekommen. Ich sollte doch, oder es wäre allgemein, so eine allgemeine Information ist das, man sollte die Abschläge, monatlichen Abschläge erhöhen, damit das Erwachen nicht so böse ist. Kann ich aber nicht, weil ich muss ja jetzt immer jeden Monat 165 Euro Strom bezahlen plus noch 120 Euro Gas. Und wo soll das dann noch alles hin? Schaffe ich nicht. So, ich habe jetzt genug geredet. Jetzt werde ich mich einfach nur noch hinsetzen und nichts tun.
Ja, einfach die Stille genießen. Irgendwie war heute ein chaotischer Tag. Ja, aber der ist jetzt auch vorbei. Die Kleine geht morgen auch nicht in den Kindergarten. Ich schicke sie nicht hin, weil sie hustet noch und die Nase läuft ihr. Die soll mal richtig fit werden und dann kann sie wieder gehen. Nilane geht zur Schule und ja, das war es auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, und es gibt bestimmt vieles zu erzählen noch. Oh, ich habe noch so vieles vor. Mensch, Leute, ich würde ja... Am liebsten würde ich mit euch quatschen. Wirklich, am liebsten würde ich mit euch quatschen, mich hinsetzen, erzählen. Aber ich möchte hier im Video nicht immer zu viel reden, weil dann ist es ja auch langweilig, ne? Gelaber, ne? So, naja. Aber irgendwann, wenn ich die Tausender-Marke geknackt habe, gehe ich live. So heißt das, genau. Dann werde ich live gehen und dann werden wir uns mal ein bisschen unterhalten. Ihr könnt mir dann Fragen stellen und so. Ja, darauf freue ich mich. Sind ja, ich habe ja schon 318. Bis zu 1000 ist ja nicht weit. Ne? So, abonniert fleißig, unterstützt mich. Ich freue mich. Schreibt mir. Ich freue mich wirklich. Ne? Also, gute Nacht und schlaft auch gut. Ich werde jetzt nichts mehr machen. Tschüssi.